Oh Gott, dieser Geist ist nervig. Dieser Boss ist nervig. Das ist der nervigste Boss bisher. Ich hätte ihn wahrscheinlich schon tot haben können, hätte ich verstanden, wie ich ihn verletze. Ja. Du hast einen Geist im Keller. Ich weiß, ich will mich ja drum kümmern. Wenn mich das RNG nicht so fertig macht wie gerade eben, sollte es ja machbar sein. So. Okay. Versuchen wir es also nochmal. Okay, es beginnt direkt mit dem Richtigen. Das ist schon mal super. So, ich kann mir leider nur einen Treffer reinmachen pro Runde. Oh, geht schon mal richtig bis knackt los. Perfekt. Friss eine Ananas. So, das war der zweite Treffer. Münzen? Gar nichts. Oder Misch. Okay, das ist gut. So. Oh, das war's schon. Wow. Drei Treffer. Hätte ich das gewusst. Dann war ich auch gerade eben kurz vorm Sieg, aber natürlich hat mich da das Pech getötet. So. Gut. Säubere Lido-Sirene. Aha, okay. Säubern klingt nicht so schwierig. Ah ja, sieht aus wie ein Smiley. Mario, was sind denn Schwierigkeiten? Der Elektroschleim ist wieder da. Wo? Überall. Wie viel muss ich säubern, damit das als gesäubert zählt? Wenn ich das jetzt hier auf Zeit machen muss. Ich meine, warum muss ich es überhaupt auf Zeit machen? Es gab gerade keine Begründung dafür, dass das auf Zeit sein muss. Kann ich die Dinger nicht hochheben?
Keine Ahnung, wie sauber das werden muss. Okay, ich versuche jetzt einfach mal das Gröbste zu säubern. Ich hoffe mal, dass es reicht. Okay. Oh Mann. Ist eigentlich genug Zeit, um es perfekt zu reinigen. Vielleicht soll ich es auch wirklich perfekt reinigen. Nee, muss nicht ganz perfekt sein, aber das Gröbste muss weg. Geschafft habe ich es auf jeden Fall. So. Ja, mit dem Leben. So. Alles sauber. Wow, das war großartig. Ich dachte nicht, dass du das schaffst. Wundervoll, Mario. Und eine weitere Sonne. Mario Morgana schickt einen. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Der ist ja eine Lusche. Haben wir ja gelernt. Ah, Mario, das ist ein Störenfried, der dir ähnlich sieht. Beeil dich, geh hinein. Hallo Geist. Okay, wo führt mich denn diese blaue Münze hin? Bitte wie? Ah. Oh. Hä? Das war ein Mario Morgana. Mario, okay. Mist. Aber gut, okay. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass es blaue Münzen in diesem Level gibt. Ach komm schon. Stoß dich doch nicht an jeder Scheiße. Oh!
Gut, geht doch. Wenigstens die eine haben wir schon mal. Ich finde es super nervig. Gut, okay. Hallo Buhu. So. Ich brauche noch. Ich muss wissen, wo noch mehr Graffiti ist. Es muss mehr Graffiti-Symbole hier geben. Nur zur Sicherheit gehe ich jetzt nochmal in den Raum hier rein, um zu gucken, ob auch nicht wirklich hinter dem... Ne, ist auch nichts versteckt, okay. Dann gucken wir mal hier rein. Okay. So, die Frage ist trotzdem, wo sind die noch mehr Graffitis? Ich weiß, hier unten ist auf jeden Fall noch ein weiteres. Da hinten. Wo ist das andere Gegenstück? Ach, da unten bei den Früchten. Okay. Okay, erwischt. Nach oben müsste ich eigentlich ein bisschen mehr Zeit haben, oder? Das war zu langsam? Oh je. Was zum... Ach komm schon. Okay. Lange ist wirklich nicht da. Ich habe nicht zufälligerweise hier irgendwo eine Düse versteckt. Das könnte vielleicht helfen. So spare ich einen Großteil des Weges. Oh, ich hätte es fast geschafft. Okay, es ist damit möglich. Okay.
Aha. Okay. Ach, komm schon. Wie knapp ist das bitte bemessen? Ich nur, dass ich sowieso schon hier... extrem rumtrickse mit dieser... Entfernung. Das ist dann auch noch super schwierig. Okay, geschafft. Puh. Keine Ahnung, ob es hier noch irgendwo anders Graffiti gibt in den Räumen. Aber das werde ich ja nur kurz überprüfen, weil es sind alle Räume ja schließlich offen. So. Sieht nicht so aus, als hätte ich noch hier irgendwo Graffiti. Okay. Oh Mann. Wo sind jetzt lang? Okay. Okay, das war's auch schon. Ah, du bist so nervig. Okay. Da haben wir auch Mario Morgana jetzt in allen Welten besiegt. Oh, und das heißt, wir kriegen jetzt Mario Morgana hier. Das öffnet jetzt das da. Okay, also Mario Morgana muss man in allen Welten besiegen, damit man das hier freischaltet. Okay. Bitte was? Wieso ist denn die ganze Insel jetzt... überschwemmt? Wird das auch rückgängig gemacht, wenn ich hiermit fertig bin? Beziehungsweise kann ich erstmal das Level beenden. Die Stadt ist überschwemmt. Wie kann nur so viel Wasser auf einmal vom Himmel fallen? Ist vom Himmel gefallen? Wird momentan von sinnflutartigen Regenfällen in allen Gebieten heimgesucht. Alle Gebiete? Das heißt, hier ist jetzt auch Regen. Rote Münzen im Hotel. Ne, hier ist es nochmal. So. Mario, komm bitte rein. Mhm. Oh Gott, auf Zeit. Ja, und wo sind die alle? Wäre schön und gut, dass ich hier so viel Zeit habe, aber es wäre schön zu wissen, wo die roten Münzen sind. Egal, wie oft ich es dir sage, du kommst immer wieder. Ja, diesmal muss ich aber hier rein. Weil diesmal ist hier eine rote Münze drin. Mädel. Das Spiel zwingt mich praktisch, da reinzugehen.
Okay, abgeschlossen. Das ist nicht gut. Da drinne. Das ist aber erst die fünfte. Was ist der hier? Ja. Es war ja klar, dass hier auch noch einer ist. Oh nein. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Nein, oder? Na. Natürlich ist da drin eine. Oh, come on. Wie komme ich da rein? Ich habe echt keinen blassen Schimmer, wie ich da normalerweise reingekomme. Naja, auf jeden Fall nicht auf diese Weise. Den Triple Jump, keine Ahnung, den kann ich eigentlich nicht sicher. Ach, wenn er wenigstens einen Triple Jump machen würde. Nee, also ganz ehrlich, das ist dämlich. Wieso ist denn das jetzt nur ein Zweifachsprung gewesen, hä? Schon wieder nur ein Zweifachsprung. Also, ich verstehe es nicht. Ich hasse dieses Scheißhotel. Ja, toll. Bin ich tot? Ich bin tatsächlich tot. Weil ich die Münzen nicht rechtzeitig eingesammelt habe. Als ob ich nicht nochmal auf den Knopf drücken könnte oder sowas. Oh, ey, das ist so eine behinderte Kacke. Und ich kann diese Szene übrigens nicht überspringen.
Jetzt erst jedes Mal, wenn ich dann... Okay, ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn ich jetzt bei den roten Münzen wieder versage, da weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, kam ich denn irgendwie... Ich gucke mir jetzt nochmal an, wie ich in dem Hotel laufen kann. Bevor ich die roten Münzen versuche zu kriegen. So. So. Die hatten ja ihre Tür nicht abgeschlossen. Okay, die Geister sind schon mal nicht da. Das ist gut. Wenn ich jetzt hier reingehe. Bin ich denn da, wo ich denke? Ja, da bin ich da, wo ich denke. Okay. Gut. Dann muss ich mir diesen Scheißsprung nicht antun. So. Okay. Sehr schön. Eigentlich müsste ich hier oben nochmal gucken, ob es nicht auch eine rote Münze hier oben gibt. Was ihr nicht sagt. Muss ich ja gleich mal mitnehmen, auch wenn ich jetzt unter Zeitdruck stehe. Bevor ich es vergesse. Okay, es sieht nicht so aus, als gäbe es hier eine rote Münze. Okay. So, hier war eine rote. Und da ist eine rote. Okay. Blauer. Ich glaube, das war jetzt die letzte Mission, also mit den Standard-Scheins. Das heißt, insgesamt müssten wir jetzt noch 66 blaue Münzen fehlen. Uiuiui. Das ist eine Menge.
So. Ja, ich habe alle roten Münzen. Ich habe alle Sonnen aus dem Level. Ach, stimmt ja, ich muss die ganze Szene jetzt angucken. Ist ja einfach bloß aus der Nervigkeit halber, werde ich jetzt da nochmal reingehen. Ich glaube nicht, dass ich viel machen kann. Also, viel, was mich jetzt weiterbringen würde. Ohne dass ich mit diesem Kerl fertig bin. Ich möchte nicht wissen, was dieser Hirni zu sagen hat. Ich habe eigentlich keine Ahnung, ob ich irgendwas jetzt machen kann, was ich vorher vielleicht nicht konnte. So. Es ist wirklich heller und unsere Insignien in der Sonne zurück. Colinda Corona. Du grüne Neune. Hier sind auch noch blaue Münzen drin, ne? So. Oh je. Nicht dagegen stoßen! Oh, bist du nicht mal an... Okay. Gut, Colinda Corona, was auch immer. Der Vulkan. Corona Mountain. Der Krankheitsberg von 2020. Den machen wir beim nächsten Mal. Ich wollte ja eigentlich nur die Welt abschließen, das habe ich gemacht. Ich bin mir sogar fast nicht sicher. Ich glaube, das könnte das Endboss-Level sein. Aber wenn ich das Wasser wieder wegkriegen will, muss ich das ja wahrscheinlich machen. Demzufolge, ja, mal keine Ahnung. Kann sein, dass ich beim nächsten Mal den Endboss erstmal töten muss, bevor ich 100% machen kann. Ja, jedenfalls, das war Super Mario Sunshine für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao.